Nach einer längeren Spielpause ging es zum Auftakt der Zwischenrunde gegen die Vienna Junior Capitals. Über die ganze Partie hinweg waren die Wölfe die tonangebende Mannschaft und ließen den Junior Caps nur wenig durchgehen. Ja, heute das Spiel, ich meine, man hat sich gesagt, wir waren nur zu siebt da. Das Spiel hat jetzt eigentlich dann, war für uns dann auch nicht wirklich einfach, weil wir haben versuchen müssen, dass wir irgendwie in unser Spiel einfinden und wenn die nicht zu siebt sind und sie haben zwar tapfer gekämpft, haben dann auch zum Schluss verdient dann das Tor geschossen. Aber wir müssen auf jeden Fall nächste Woche mehr Gas geben gegen den WV. Da geht es nochmal an den ersten Platz. Das Gute, was heute war, wir haben jetzt das Halbfinale, also im Halbfinale haben wir jetzt das entscheidende Spiel und so zu Hause. Und das ist halt auch wichtig, spielt man sich dann halt leichter. Ja, es ist immer schwer, wenn man beim Aufwärmen schon mal schaut, dann sind 8 Leute vom Gegner da, die zwar sehr schnell sind, aber es ist immer ein sehr ungewisses Spiel. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man selber sehr konzentriert ist. Hat teilweise ganz gut funktioniert, aber ab und an haben wir auch wieder viel besser gehabt, wo dann der Gegner doch auch 2 Chancen gehabt hat. Und Gott sei Dank haben wir dann doch einige Tore geschossen und es war dann doch ein sehr klares Ergebnis. Im Mitteldrittel ließen die Wölfe nichts anbrennen und erzielten Tor um Tor. Die Gäste kamen zu etwas mehr Chancen als in der vorigen Spielperiode. Diese wurden aber alle vereitelt. Ja, ich glaube, mit jedem Sieg muss man zufrieden sein. Wir haben heuer über die Saison gesehen genau 3-mal verloren. Das ist sehr positiv. Wir waren mal sehr wenig Leute. Die anderen 2-mal war sehr ausgeglichen. Das war gegen den WV. Das ist sicher der stärkste Gegner in der Liga. Und wir müssen gut arbeiten. Also laschieren gibt es nicht. Auf Pietz ist Verlieren verboten. Und das ist auch das Motto. Das letzte Spiel der Saison musst du gewinnen. Wir müssen mit jedem Sieg, glaube ich, zufrieden, jetzt überhaupt dann auch in der Zwischenrunde. Aber es zählen dann letztendlich die Playoffs dann in 10 Tagen, die dann anfangen. Die Wölfe reduzierten das Tempo und die Capitals konnten zumindest einen Treffer nach Wien entführen. Somit gewannen die Wölfe mit einem 10:1